Mannschaft wirklich ein Riesenkompliment machen, die hier einen sehr guten Gegner bezwungen hat. Wir haben etwas geschafft, was weder Minsk noch Estudiantes Madrid geschafft haben, nämlich dieses polnische Team aus dem Bewerb zu kegeln und über zwei Spiele, glaube ich, verdient in der Champions League zu stehen. Es ist eine Mannschaft, die nicht nur über individuelle Qualität verfügt, sondern die auch schon lange zusammenspielt. Und das gerade zu Beginn der Saison macht das einen Riesenunterschied. Und das war der Grund, warum sie diese genannten Teams zuvor eliminiert hatten. Und das war auch der Riesenunterschied teilweise zu uns, wenn man merkt, dass bei denen alle Rädchen schon ineinander greifen und bei uns halt noch nicht. Was ganz normal ist, das war heute unser erstes Spiel in dieser Besetzung. Und ich denke, dafür war es ganz in Ordnung. Den Aufschlag gegeben, dass man am Ende dieses Spiel dann doch im letzten Viertel souverän zum Schluss gewinnen konnte? Also für mich waren es zwei Faktoren. Der erste Faktor seid ihr, das ist das Publikum, das uns hier wirklich einen Push gegeben hat, die Energie noch einmal entfacht hat und es möglich gemacht hat, dass wir über uns hinauswachsen und hier wirklich noch mal alles aufs Feld drauf legen. Also ein großes Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Und das zweite, denke ich, war unsere Tiefe. Wir konnten heute auf 11 Spieler zurückgreifen und man hat dann gemerkt, dass plötzlich ein Lukas Meissner, der in der ersten Halbzeit nicht gespielt hat, in der zweiten Halbzeit reinkommt und einen Unterschied macht in dem Spiel durch sein Rebounding, durch seine Aggressivität in der Defensive. Man hat gesehen, wie wichtig Hassan für uns noch sein wird im Verlauf dieser Saison, der einen Riesenunterschied durch seine Athletik, seine Präsenz macht und defensiv auch hier einen großen Unterschied gemacht hat. Und da könnte ich jetzt die Liste durchgehen. Also hat jeder so seine Momente gehabt, die er eingebracht hat und die wichtig für uns waren. Und ja, jetzt freue ich mich dann auch schon, wenn wir in der Bundesliga auch auf Nick zurückgreifen können, der heute leider als Ausländer gezählt hat und ein bisschen dem zum Opfer gefallen ist, dass Schieger und Andi sehr ähnliche Spielertypen sind und Andi eben noch nicht bei 100% ist. Ich glaube, nach dem heutigen Spiel ist er zumindest bei 90. Das war wieder ein Riesenschritt nach vorne und ganz, ganz wichtig. Das war die Entscheidung, die ich zu treffen hatte und ich glaube, die letztendlich zum Wohl der Mannschaft auch dann getroffen wurde. Du wirst diese vielen Spieler gut gebrauchen können. Am Sonntag geht es nach Berlin, am Dienstag stehen wir dann abends wieder hier gegen Beşiktaş Istanbul. Jetzt geht es erst richtig ab. Ja, aber das wollten wir ja so. Also, das wäre ja einfach gewesen, das anders zu machen, aber nein, das haben wir uns ausgesucht, das wollten wir so. Einen Spieler tiefer zu gehen, war die bewusste Entscheidung. Ich glaube, dass uns das jetzt bereits recht gibt. Berlin ist ein Brocken, also das ist im Moment die stärkste Mannschaft in Deutschland, ohne Zweifel, weil sie eben individuelle Qualität mit Konstanz verbinden und man hat gesehen jetzt bei dem polnischen Team, was das heißt, wenn ein Team bereits eingespielt ist und die Rollen klar verteilt hat. Bis jetzt hat jedes Team von Berlin einen auf den Sack bekommen und wir werden probieren, dass wir das erste sind, wo das nicht der Fall ist. Und die Aufgabe ist groß, aber der Aufgabe sehen wir mit großer Vorfreude entgegen. Dann drücken wir die Daumen und wir sehen uns, wie gesagt, nächste Woche Dienstag zum Heimspiel 20 Uhr. Erstes Spiel der Gruppenphase in der Basketball Champions League gegen Beşiktaş Şampiyonlar Istanbul. Das hatten wir doch schon mal, ne? Kenne ich irgendwo, deswegen kenne ich den Namen auch sehr gut. Also, bis nächste Woche Dienstag.